Heute gegen 11 Uhr erhielten wir im Niedersächsischen Ministerium der Justiz einen Anruf aus Hamburg. Am Apparat war der Herausgeber der Zeitschrift Der Stern. Herr Nannen sagte, wollen Sie Technentwich wieder haben? Unsere Antwort war, selbstverständlich. Herr Nannen sagte daraufhin, wir werden Herrn Technentwich gegen 12 Uhr Ihnen nach Hannover bringen. Gegen 12.15 Uhr traf Herr Technentwich in Begleitung von Reportern in der Zeitschrift Der Stern ein. Er bat vor dem amtlichen Vertreter des Staatssekretärs des Niedersächsischen Ministeriums der Justiz eine Erklärung abgeben zu können. Es handelt sich um folgende Erklärung. Nach stehender Erklärung übergebe ich den Sternreportern Münch, Heggemann und Will, die meinen Aufenthaltsort in Deutschland bereits unmittelbar nach meinem Grenzübertritt ausfindig gemacht haben. Ich habe mein absolut sicheres Asyl im Ausland verlassen, wo mir und meiner Familie auf unbegrenzte Zeit Schutz und Hilfe gewährleistet ist und werde mich der deutschen Justiz stellen. Die Gründe, die mich zu diesem Schritt veranlassen, sind: Erstens, ich bin unschuldig und lasse mich in der Heimat nicht zum Kriminellen abstempeln. Zweitens, ich will mich in den kommenden Fluchthelferprozessen an der Seite meiner Helfer verantworten. Drittens, ich weiß, dass ich wieder in Untersuchungshaft genommen werde. Ich vertraue jedoch auf die Revision des gegen mich ergangenen Schwurgerichtsurteils, durch das mir nach meinem Wissen und meiner festen Überzeugung Unrecht widerfahren ist. Unterschrift Hans-Walter Technentwich. Nachdem diese Erklärung abgegeben worden ist, ist Herr Technentwich von dem zuständigen Staatsanwalt, der das Verfahren gegen Technentwich geführt hat, wieder in der Untersuchungshaft überführt worden. Er befindet sich jetzt in der Untersuchungshaftanstalt Hannover. Die Anstalt ist die sicherste Untersuchungshaftanstalt in Niedersachsen. Es sind alle Schritte eingeleitet, um künftige Fluchtversuche zu verhindern. Die Frage, auf welchem Wege Technentwich nach Deutschland gekommen ist, ist bisher nicht geklärt. Die erforderlichen Ermittlungen in dieser Richtung sind eingeleitet.